Im antiken Rom gab es erstens einen Kaiser und einen zugehörigen Kaiserkult. Der Kaiser wurde angebetet und auch oft eine zugehörige Statue des Kaisers wurde angebetet. Und zweitens gab es Gottheiten, einen Götterkult. Auch die Gottheiten wurden angebetet. Und das wird sich in der Endzeit in einem viel krasseren Ausmaß, in einem globalen und satanischen Ausmaß wiederholen. Denn die Bibel macht klar, dass in der zukünftigen Zeit des Weltgerichts, der siebenjährigen Drangsalszeit, in der zweiten Hälfte wird es ein globales Regime geben, eine totalitäre Herrschaft geben, quasi ein neues römisches Reich, an dessen Spitze ein Mensch stehen wird. Das sogenannte erste Tier, ein Superdiktator, quasi der Kaiser zu diesem Reich. Und dieser wird bevollmächtigt sein, direkt von Satan, der auch zu dieser Zeit auf der Erde sein wird. Dieser Superdiktator, dieser quasi Kaiser wird seine Kraft und seine Vollmacht und seinen Thron direkt von Satan bekommen und er wird angebetet werden von den Menschen. Es wird dann keine andere Religion mehr geben als die Anbetung dieses Superdiktators, das sogenannte erste Tier. Und es wird eine zweite Person geben, eine Gottheit, einen Christus. Aber nicht den wahren Jesus Christus, sondern den Antichristus. Das wird ein religiöser Mensch sein und auch der wird bevollmächtigt werden von Satan. Er wird ein Standbild des Superdiktators aufrichten lassen im Tempel in Jerusalem und auch der Antichrist wird sich anbeten lassen von den Menschen. Die Menschen werden dann endlich Christus lieben, aber nicht den wahren Jesus Christus, sondern diesen Antichrist. Und dieser Antichrist wird ein vollkommener Satanist sein, aber im christologischen Deckmantel. Er wird also Jesus Christus imitieren. Und die Menschen werden ihn anbeten, sie werden den Superdiktator anbeten und dessen zugehörigen Standbild, ohne zu wissen, dass die Menschen damit eigentlich letztlich Satan anbeten. Dieses satanische Triumvirat wird dann Jesus Christus auflösen am Ende der siebenjährigen Drangsalszeit, wenn er persönlich und leibhaftig auf die Erde kommen wird. Er wird den Superdiktator, das erste Tier und den Antichristus in den Feuersee werfen und den Teufel Satan binden für 1000 Jahre und Christus wird dann sein 1000-jähriges Friedensreich aufrichten. Nun, du hast heute die Möglichkeit noch, dich auf die Seite des wahren Jesus Christus zu stellen. Diese Möglichkeit hast du heute noch und diese Entscheidung musst du treffen, Jesus Christus anzunehmen als deinen Retter. Vertraue Jesus Christus.